Hallo meine Lieben, vielleicht hat der ein oder andere von euch mein Ich erlaube mir glücklich zu sein Video gesehen. Da habe ich auf dieses Video hier angesprochen schon, dass ich das aufnehmen möchte. Und zwar geht es nochmal um positive und negative Energie. Ist ja auch so eines meiner Lieblingsthemen auf meinem Kanal. Kann man natürlich auch anders nennen, ja. Aber ich möchte euch heute einfach mal nochmal ein Beispiel dafür geben, was für mich positive und negative Energie ist und was der Unterschied ist, ja, und warum ich für die positive Energie bin und nicht so für die negative Energie. Und zwar ein ganz einfaches Beispiel, ich glaube, das Video wird sehr kurz werden. Positive Energie ist für mich konstruktive Energie, schaffende Energie, Energie, die Kraft gibt, die Motivation gibt, die Hoffnung gibt. Und im Gegenzug, negative Energie ist für mich alles Destruktive, was uns Energie raubt, was uns Kraft kostet, was uns runterzieht, was uns blockiert, was uns resignieren lässt, was uns stehen bleiben oder zurückschreiten lässt. Und deswegen predige ich so oft positive Energie. Oder auch von mir ist einfach Bewusstsein, Achtsamkeit, Annehmen. Ja, das Annehmen und Akzeptieren ist ein ganz großer Schlüssel. Weil es im Leben immer Sachen gibt, warum man negativ sein kann. Es gibt immer Gründe, warum es einem schlecht gehen kann, warum man wütend sein kann und. Ja? Aber wenn man in diese negative Energie geht, in diese destruktive Energie, in diese kraftzehrende, kraftraubende Energie, dann kann man eben nichts aus dieser Energie heraus lösen. Man kann keinen Streit aus dieser Sache lösen, man kann kein Problem lösen, man kann nichts verändern, nichts aufbauen, nichts entwickeln. Sondern es ist so, dass es einen eben einfach in so eine passive Haltung bringt, in eine Opferhaltung. Ja, das ist etwas super Passives, super Resignierendes irgendwie. Ja? Und wenn ich stattdessen in diese positive Energie gehe, das heißt ins Schaffen, ins Annehmen, ins Hinsehen, ins Bewusstsein, ins Achtsamsein, etwas, was mir Kraft gibt, Hoffnung, Motivation, dann kann ich sowohl mein Leben, wie es gerade ist, genießen, dann kann ich Sonne in mein Leben lassen, ich kann die Freude erkennen, ich kann all die schönen Dinge erkennen, die Möglichkeiten erkennen. Und bei positiver Energie kommt auch direkt jemand angerannt, die immer noch ein bisschen Sonnenallergie hat, aber es ist fast wieder komplett weg. Nee, aus meiner Schulter geht es heute nicht, Schatzi, da habe ich nichts an. Und dann kann ich aber auch, wenn ich vor Problemen stehe, kann ich aber auch eben daraus diese Kraft ziehen, diese Probleme anzugehen, um eine Lösung zu finden. Wenn es irgendwas gibt in meinem Leben, was verändert werden muss, dann kann ich positive Energie nehmen, um die Kraft zu haben, diese Veränderung beizuführen. Ja, um da dran zu bleiben, um mich zu motivieren, um Lösungen da zu finden. Also das ist alles so für mich. Positive Energie ist eben eine schaffende Energie, eine schöpferische Energie, eine kraftvolle Energie. Ja, und das sind so für mich nochmal so die beiden Unterschiede, vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen besser erklärt. Wer sich so an dem Wort Energie aufhängt. Energie ist natürlich irgendwie ein bisschen ein blödes Wort. Also ich rede nicht oder seltenst von einer messbaren Energie. Man kann wohl diese Energie auch in gewisser Weise messen in der Körperspannung eines Menschen. Man kann die Körperspannung eines Menschen messen. Und Menschen, die zum Beispiel sehr oft meditieren oder Energiearbeit machen, die haben oft eine höhere messbare Körperspannung. Also mal ganz laienhaft gesprochen. Ich glaube, die wird sogar in Volt gemessen. aber Energie ist sowas, sagen wir mal, Kopfschmerzen oder Depressionen. Die kannst du ja auch nicht naturwissenschaftlich sagen, guck mal, hier ist der Messwert 1, Messwert 2, da siehst du, da ist der Kopfschmerz, siehst du, da ist die Depression, siehst du, das. Es gibt Dinge, die sind einfach für die normale Naturwissenschaft nicht direkt messbar, aber das heißt eben nicht, dass sie nicht existent sind. Und diese Energie ist für mich eine feinstoffliche Energie, eine Energie, die auf Seelen- und Körperebene wirkt, die eben diese Grenze überschreiten kann zwischen unserem grobstofflichen und feinstofflichen Körper. Und die sich zum Beispiel insofern auswirkt, wenn du jetzt an was ganz Tolles denkst, an was Positives, an was Wunderschönes, vielleicht eine ganz tolle Erinnerung oder sowas, ja, dann wird es in deinem Körper messbar auch sein, dass sich da einfach positive Effekte zeigen. Und du wirst es in dir merken, dass es dich aufbaut, dass es dich erfrischt, erhält, dass es dir gut tut.
Wenn du an was ganz Schlimmes denkst, vielleicht auch was ganz Schlimmes, was dir passiert ist, jemand anderem passiert ist oder was in der Welt passiert, dann kannst du merken, wie es dich runterzieht, wie es dich kleiner macht, wie es dich Kraft kostet, dich vielleicht auch grauer macht, ja, einfach vielleicht auch sich in deinem Magen bemerkbar macht oder so, ja, wie es sich in dir zusammenzieht. Wenn du daran denkst, zum Beispiel, wie du jetzt Sport machst, wenn du überlegst, okay, du nimmst dir da hinten Platz und du fängst an, einfach dahin zu sprinten und mit voller Kraft zu laufen, so schnell du kannst. Und du gibst alles und du powerst dich richtig auf und du holst auch das letzte bisschen Energie aus dir heraus. Dann merkst du einfach, wie dann vielleicht deine Atmung sich verschnellert, wie sich dein Puls verschnellert. Ja? Und das sind so Dinge, es ist eine Energie, die du zum Beispiel durch deine Gedanken steuern kannst, die sich durch deine Gedanken auf deinen Körper auswirkt, auf deine Emotionen oder auch emotional sich auf deinen Körper auswirkt. Und über die du dann einfach arbeiten kannst mit Affirmationen, mit Meditation, mit deiner Einstellung, mit deiner Achtsamkeit, mit deinem Bewusstsein. Und das ist etwas, was man üben kann. Man kann alles üben, ob du nun häkeln lernst, ob du irgendwie fitter werden willst, ob du meditieren willst, ob du positives Denken üben willst. Es ist alles wirklich eine Übungssache. Und ich habe es schon tausendmal gesagt, es hat nichts mit Verdrängen zu tun. Ja, das heißt nicht, dass du dich hinsetzt und sagst, ey, die Welt ist toll, mein Leben ist toll. Sondern, dass du einfach annimmst, dass du akzeptierst und dass du sagst, okay, durch negatives Denken, durch Rumweinen und so weiter kann ich nichts verändern. Aber indem ich mich daran setze und sage, es ist jetzt so, wie es ist jetzt mein Leben, wurde mir vom Leben vielleicht als Prüfung gegeben, was auch immer, und ich schaue jetzt, was ich tun kann. Aktives Handeln, aktive Schöpferkraft. Vielleicht hat es jetzt der eine oder andere noch mal ein bisschen anders verstanden, ein bisschen besser verstanden, wovon ich da einmal rede, und vielleicht macht es jetzt auch für den einen oder anderen ein bisschen mehr Sinn. Und jetzt war es das aber endlich mal mit Videos. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Katzen kuscheln, dann gibt es Abendessen und wir sehen uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Macht's gut.